Jo Leute, was geht? Willkommen zum nächsten Part von Just Cause 4. Ja, wir machen jetzt mal wieder ein paar Missionen, ne? So, was machen wir jetzt als nächstes am besten? Was ist ein Kran? Kann ich mit dem Kran fahren? Anscheinend nicht. Sehr belastend. So. Zentrale, wir werden angegriffen. Luftunterstützung ist unterwegs. Ups. Zusätzliche Einheiten der schwarzen Hand sind unterwegs. Verdammt! Ciao. Ciao. Warum rennt man jetzt automatisch? Anders. Okay, dann mal los. Boom, Digga. Sichtkontakt zum Ziel verloren. Zentrale hier. Finde den Gegner. Wo gehen wir denn am besten? Na, da ist ja noch einer. Easy. Jetzt? Ups. Das war so nicht geplant. Das war ebenso wenig geplant. Helikopter im Anflug, begeben mich zum Einsatzgebiet. Den gönnen wir uns jetzt. Ich muss. Oh Gott. Verdammt, keinem. Stress hier. Und ciao. Hau rein. Hau rein, mein Lieber. Oh Scheiße, hat sich gefangen. Ah, okay, hat er nicht. So. Ah, hier ist ein Bagger. Nehmt eure Patrouillen wieder auf. Hey, Kleiner. Wenn wir durch den Sturm kommen wollen, brauchen wir was, damit wir nicht gebraten werden. Am ehesten finden wir wohl bei Meteolab was Passendes. Gabel steuern. Lull.
Lol. Hä? Was ist jetzt passiert? Gut, dann bin ich halt gestorben irgendwie. Ich weiß aber nicht wie. Aber egal, jetzt machen wir erstmal eine Mission hier weiter, würde ich sagen. Ne, wir haben ja gar nichts eigentlich. Ne? Wir haben an sich gar nichts. Das können wir nicht machen. Das können wir machen. Dann machen wir das auch. Dann machen wir das jetzt. So, das ist wie weit weg? 10 Kilometer. Ich freue mich richtig. Das wird jetzt ein schöner Flug. Nur noch 9,5 Kilometer, das geht doch. Wenn euch der Part gefällt, dann lasst doch einen Daumen nach oben da, einen Kommentar und über ein Abo würde mich auch sehr freuen. Weil ich bin noch ziemlich klein und jede Unterstützung nehme ich gerne an. Ne? Also ich versuche immer 3 Videos am Tag zu bringen. Das heißt 21 Videos die Woche. Ist viel Arbeit, aber die Zeit habe ich eigentlich auch gerade, weil ich bin eh krank geschrieben. Ne? Und abends streame ich dann immer, gegen 19 Uhr. Manchmal klappt es nicht, um 19 Uhr zu streamen, aber ich gebe mein Bestes. Schon geil mit so diesem Jäger auf dem Rücken. Sowas in der Realität wäre heftig geil. Stellt euch mal vor, ihr würdet damit einfach zur Arbeit fliegen. Warte mal, ich mach mal. Ja, ich. Mach noch mal ein bisschen Stress hier. Boom, Digga. Hau rein. Bye, bye. Hau rein. So, jetzt machen wir uns die nächste Satellitenschüttel vor. Oh, was ist das denn? Warte mal. Ah, so ein freundlicher, okay. Dann machen wir noch das Ding kaputt. Komm schon? Ja.
Komm, Digga! Oh. Ja, da haben wir da auch noch ein bisschen was. So, und bumm. Warte. Jetzt aber bumm. Komm, mach bumm. Genau so will ich das sehen. Genauso. Machen wir dann noch mit dem Container auch. Oh, das ging. War gut. So, dann haben wir hier noch einen. Truppen bereit, das ist gut. Das wollte ich nämlich erreichen. Damit wir gleich die Säumission mal machen können. Das macht richtig Spaß, Mensch, Leute. So, dann machen wir jetzt mal einen Trupp hier, ne? Kommen wir mal einen Trupp raus. Ja, Trupps erhalten. Das ist schön, das freut mich. So. So, finden sich in deiner Front. Nachschublieferung werden plus 15% ja, egal. Ihr wisst, was ich meine. Oh, ich habe eine Angriffszone. Das ist natürlich nice. Damit kann man arbeiten, ja? Leute? Aber ich muss da, das ist die nächste Mission. Also eine der nächsten Missionen. Aber sonst habe ich erstmal keine anderen. Ich mache erstmal die jetzt hier weiter. Gibt es hier noch einen Helikopter oder sowas, den man sich gönnen kann? Nee. Doch, da. Gönnen wir uns mal eben einen Helikopter, würde ich sagen, ne? Hau dich ab, hau nicht ab. Und rein. Dankeschön, sorry. Aber jetzt haben wir auch Geschosse, das können wir auch ein bisschen hier die Sachen ein bisschen kaputt machen. Dafür ist nämlich so ein Helikopter ganz praktisch. Da steht ja noch einer. Nö. Machen Wachen dann bereit, wenn ich Bock dazu habe, ja? Nicht, wenn du es sagst, Mensch. Ich meine, so ein Wingsuit mit Raketenantrieb ist schon geil, ne? Aber so ein Helikopter ist einfach deutlich schneller. Ne? Mit so 300 km/h. Oh, das ist so wunderschön. Oh. Oh, Satellitenschüsseln. Ihr kennt mich doch, ich zerstöre gerne Sachen, ja. Das wird jetzt sowas von zerstört.
Aber lange gedauert. Mann, geht da viel Schaden rein. Dankeschön. Mann, hat das lange gedauert. Oh, das geht ja viel schneller so. Immer noch zur letzten, würde ich sagen. Immer auch so schnell kaputt. Bam, Digga. Haben wir hier unten auch noch ein paar Sachen, die wir abschießen können. Bam. Und... Bam und das auch. Das auch. Und das auch. Ah, da haben wir auch noch was. Das noch. Das noch. Aber lebt das Ding noch? Nee. Gut. Sehr gut. Ich liebe es, Unordnung zu machen. Das. Oh, das ist ein Luftschiff von den Gegnern. Mensch. Das kann ohne. Ja, gut. Dachte gerade. Wo ist ein Luftschiff hin? Mach gerne Unordnung. Schießt noch mich. Niemand hoffentlich. Egal, wir fliegen jetzt einfach mal zu unserem Ziel. Ich lasse mich hier immer ablenken vom Zerstörungswahn. Es tut mir leid, Leute. Jo, ich bin raus. Ich bin raus. So, da sind wir auch schon. Dann machen wir das Training mal, würde ich sagen. Ja? Was soll das sein soll? Feindliche Spione haben unsere Nachschubkonvois mit Sprengladungen sabotiert. Aber jetzt wissen wir, wann und wo sie den Sprengstoff geliefert bekommen. Nimm ein paar Rekruten mit und jag die Bomben hoch, Rico. Aber dort, wo es dem Feind wehtut. Okay, jetzt müssen wir die Vorräte finden. Warum aktiviert sich mein Google, wenn ich sage, okay, wir müssen die Vorräte finden? Das ist ja richtig dämlich. Feind befindet sich in unserem Einsatzgebiet. Muss mir mal die Beine vertreten. Feindkontakt, verstanden. Feuer nach eigenem Ermessen. Willst du sterben? Dankeschön. Oh. Lauf. Ja, komm, komm. Auf wen schießt der? Ach, da. Komm rein. Komm rein, komm rein. Dankeschön. Sind diese Mistkerle von der schwarzen Hand nicht unglaublich? Sie sabotieren ihr eigenes Gebiet und sie legen unterirdische Bomben. Die schwarze Hand ist eine käufliche Armee. Sie glaubt nur an billige Siege.
Gegner hat Angriffe eingestellt. Haltet die Augen nach ihm offen. Wir sind bereit. Die Menschen sind bereit. Sie können sich behaupten. So, jetzt geht's weiter. Oh, da steht ein Panzer. Weg hier. Zentrale, wir haben einen Eindringling auf dem Gelände. Bestätigt. Eindringling auf dem Gelände. An alle Einheiten. Ziel angreifen. Ja, komm rein. Kommt her. Kommt rein. Ja, kommt rein. Nein. Es bereitet mir kein Vergnügen, meine Waffe abzufeuern. Aber jeder Dreckskerl, der eine Bombe im Boden seines Heimatlands platziert, verdient 2 Kugeln und 30 Silberstücke. Oh mein Gott. Da haben wir Glück, dass der Panzer nicht geschossen hat. Der Panzer hätte uns locker weggebumst. Ich meine, wird wirklich gebumst. Ich bin so ein Mensch, ich fahre gerne. Ich fahre gerne über. Ja, über Land. Ja. Immer den kürzesten Weg. Okay, da kommt Wald, da habe ich gar nicht so Bock drauf. Wollen wir jetzt hier rüber? Wow. Ich glaube, ich habe mich an der Schulter verletzt. Okay, ich muss hier vielleicht doch den Weg fahren. Ein bisschen. Ja, gut. Nee, gibt's leider nicht. Es gäbe einen anderen Weg. Frau mit dem Motorrad. Es tut mir leid, Passant mit dem Motorrad. Oh. Es tut mir leid. Du bist mir in den. Bist du vorne reingefahren, ja? Oh mein Gott. Ich bin unschuldig. Ich muss jetzt nur noch mal betonen, ja? Es ist so eine riesen Map, ne? Die Grafik ist gut. Die Menschen sind bereit. Ich hab so lange gewartet auf den nächsten Teil von Just Cause, ey. Unglaublich. Wenn man schon so ein geiles Auto hat, dann kann man auch durch den Zaun fahren. Was passiert eigentlich, wenn ich spontan auf so ein Ding rauffahre? Ich wünschte, es gäbe einen anderen Weg. Warte. Jo, läuft. Wir fliegen einfach drüber. Geil. Oh. Puh. Kann man machen, auf jeden Fall. Wo sind die Scheiße jetzt? Okay. Ich dachte, du bist jetzt hier. Ja. Komm! Komm! Feindkontakt, verstanden. Feuer nach eigenem Ermessen. Hey, wir waren doch eben schon hier. Kehre zum Fahrzeug zurück. Ich bin mit dem Fahrzeug. Und jetzt? Wir haben hier einen Eindringling. Ich bin beim Fahrzeug. Und jetzt? Ja, was machen wir denn jetzt?
Ja, komm rein, kommt rein, Krieghuten. Was jetzt? Reiche Pun. Ah, okay. Diese praxisnahe Ausbildung ist ziemlich krass, oder? Ja, fahr mir in den Weg, Alter. Ja, stirb! Stirb, du Drecksau! Ja, tatsächlich spricht mir das ganz gut. Und das, um mein Fuß, um mein Arsch, um mein rechtes Ei. Um mein Schwanz. Oh mein Gott, Alter. Komm. Dab dab da da dab dab da da dab dab da 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 da. So, jetzt hauen wir das Ding mal weg hier. Wie die einfach rausgeflogen ist, Mann. Ich muss los. Und? Kaputt? Geh du ruhig vor. Hau rein. Hau rein. Oh Gott, du kleiner Pisser. Kommt rein, Leute. Oh. Das Fahrzeug ist wohl kaputt. Dann müssen wir. Das Fahrzeug ist auch kaputt. Hm, belastend. Ich brauch das Ding. Oh nein! Kommt ihr? Ladies? Sind die Lieferanten, die noch ihre Waren abladen. Schalte sie aus. Ich meine, das Ding hier mehr Dampf unter der Haube als der große Geländewagen. Na, ja, denkst du, das ist ein Traum? Oh mein Gott. Nein! Kommt hier rein, Leute. Okay. Muss los. Eröffne das Feuer! Tut mir leid, Leute. Kollateralschaden halt, ne? Wie das Ding hat Boost. Muss los! Ja, wie das Ding einfach auch Nitro hat. Warte, jedes Auto in die Tür oder was ist los? So ein Auto einfach so 200 fahren, Digga, was ist los? Gegner hat Angriffe eingestellt. Halte die Augen nach ihm offen. Die mache ich fertig. Und zwar alle. Alter, das ist geil. Feuer! Okay. Feind befindet sich in unserem Einsatz. Oh Gott. Feindkontakt, verstanden. Feuer nach eigenem Ermessen. Oh. Lull. Feuerwerksrakete. Mach's bumm, bumm.
Ja, bumm. Geschafft. Boom. So macht man das, Mann. Gute Feuerwerk. Arbeit. Rekruten, heute ist euer Abschlusstag. Und Rico, ja, das tust du. Ich schulde dir hierfür was, und zwar richtig. Was ist das? Oh mein Gott. Wir haben keinen Sichtkontakt mehr zum Feind. Hier Zentrale. Feind ist noch aktiv. Haltet die Augen offen. Luftunterstützung ist unterwegs. Verstärkung ist auf dem Weg. Backen ein bisschen besser. Und fliegen. Nee, ich glaub nicht. Du hast doch nichts dagegen, oder? Chu. Mach doch schon. Da geben wir auch noch mal was rein. Nicht? Ich bin hier in einem Helikopter. Ich dachte nicht, dass einer ist. Ich wusste nicht, dass das ein Helikopter ist. Tut mir leid, das tut mir wirklich leid, Leute. Das ist nachher auch zerstört. Easy. Stopp den Klimawandel. Oh Mann, ey. Was ist unsere nächste Mission? Das ist unsere nächste Mission, Leute. Könnt ihr mir das sagen? Nein. Ich weiß es auch nicht. Nee, auf so einen Scheiß hab ich keinen Bock. Ich hab sogar noch einen Trupp aussehen, das ist gut. Oder? Ja, kann ich. Und noch mal drei. Nein, das ist war nicht das, was ich wollte. Das war auch nicht das, was ich wollte. Ich brauche zwei. Oder? Ja, machen wir das jetzt. Machen wir das jetzt. Amen. Und auf dem Weg machen wir noch ein bisschen Chaos. Wir werden nachher noch ein Ding da freischalten können. Ein bisschen viel zerstören, damit wir auch viel einnehmen können, ne? Sichtkontakt verloren. Leite Suche ein. Langsam habe ich mich an den Steuern gewöhnt. Mein Deutsch ist nicht so gut, ne? Ja, Feindkontakt verloren. Neu formieren. Daddy, what is it doing? Na, ihr wisst schon, was ich meine.
Was ist da los? So, auf jeden Fall Hard Party. Ich weiß gar nicht, was sie meint. What the fuck? Von einem Helikopter hin. Bitte Krise. Wir haben verstanden. Feind ist in einem Helikopter. Das ist ein anderer Heli. Da ist er. Bodenluftraketensystem ist online. Sehe ich das gerade richtig und die Schüsseln stehen schon wieder oder was? Ne, die sind doch kaputt. Okay. Dachte gerade. Bestätigt. Ziel ist auf der Flucht. Sichtkontakt wiederherstellen. Ne, ich bin nicht verschwunden, ich bin abgehauen. Also, das ist schon ein Unterschied, ne? Ob ich jetzt verschwinde oder ob ich jetzt abhaue, ist ein ganz großer Unterschied. Was ist denn das noch? Ah, da hinten ist das, lol. Ist auch so ein Jet haben. Oh, oh, das sehen denn meine schwarzen Augen da wieder, hm? Ja. Auszufahren. Oh, ich habe keine Raketen mehr, wohl belastend. Ich habe keine Raketen mehr. Weißt du was, ich habe eine Idee. Und zwar geben wir uns einfach mal so ein Boot. Ja? So nicht verkehrt. Losgehen. So. Oh, geil. Damit macht es ja noch mal viel mehr Spaß, Mensch, muss man sagen. Ja. Das ist ein Mörser, aber es ist doch eher Raketen als ein Mörser. Oh, warte mal. Okay. Wenn das ein Mörser ist, dann bin ich weiß, Alter, ohne Spaß. Und da ist noch eine Insel, die wir attackieren können. Was die Dinger für eine Reichweite haben, ist geil. Geht auch nicht so eine Reichweite, würde ich sagen.
Bam, Digga. Nice, Digga, das macht echt Spaß. Das ist nicht mal ein Mörser, ne? Bam, Digga. Das hat leider kein Nitro. Schade. Digga, Mesa ist halt richtig am Suchten, Alter. Und Robin auch. Die reden ja richtig durch, die Leute, Alter. Mesa, mein Lieber, ey. Rico, Ocha de la Jungla ist ganz in der Nähe. Eine Einrichtung der Schwarzen Hand. Okay. Große Radarschüsseln und große Raketen. Da sind zwei Dinge, die Schwarze Hand nicht haben sollten. Einer von Izzys besten Leuten hat sich in die Basis geschlichen, okay, und wartet darauf, dass du dich bei ihm meldest. Ich glaube, du wirst ihn mögen, Rico. Er ist ein kleiner Adrenalin-Junkie. Oh Gott. Sargento, ich bin bei Ojo de la Jungla. Ist dein Hacker bereit? Ja. Ich stelle ihn durch. Es geht los, Alejandro. Rico, ich habe einen Weg gefunden, die Raketenwerfer auszuschalten, die Basis schützen. Okay, und wie? Wir müssen die Raketen in Abschussposition bringen und abfeuern. Sobald ich das System übernommen habe und die Raketen abgefeuert wurden, sind die Werfer nutzlos. Und da komme ich ins Spiel. Ganz genau. Die Werfer sind gesperrt und der Schließmechanismus wird durch je zwei Generatoren mit Strom versorgt. Die müssen weg. Alles klar. Und wenn die Werfer erstmal in Position sind, finden wir vielleicht noch einen anderen Verwendungszweck für sie. Dürfte lustig werden. Das macht so Spaß. Bis dann. Dreh dich um. Oh verdammt, Digga, wie er mich trifft. Das war so nicht geplant. So, wo muss ich jetzt hin? Ah, da. Das war nicht das, was ich meine, okay. Sicherungsgenerator. Wo ist denn der? Wow. Wow, okay, das war so nicht geplant. Ja, genau, hast du nicht gehört, verpiss dich. Ja? Richtig, du wirst getötet. Ach, echt? Los, Bruder. Aus dieser scheiß Generator.
So. Wir haben jetzt Munition auf jeden Fall. Hier, ich versteck mich doch gar nicht. So, welchen Generator meinen die denn jetzt? Welcher Generator? Von welchem Generator ist hier die Rede? Sorry, Bruder. Sind das die Generatoren? Ja, das sind die Generatoren. Ja, das sind die Generatoren. Okay. Weiß ich Bescheid. Ja, mich hier muss jemand anscheinend finden. Los. Wo ist denn der nächste Generator? Hier irgendwo. Plus wo ist die Frage? Aha, suchst du das? Funktioniert nicht so ganz, ne, mich festzunageln, mein Lieber. Ja, wow. Danke. Packt das im Boden? Ja, das backt im Boden. Ah, jetzt bist du auf einmal. Okay. Okay. Das ist doch so ein Ding. Der erste Werfer ist freigeschaltet. Fahr ihn jetzt hoch. Ach du Kacke. Das ist, das ist mal ein Werfer, würde ich sagen, ja. Das ist mal wirklich ein Werfer. Gut, dann machen wir auch das Ding einmal kurz kaputt.
So, das Ding ist kaputt. Wo ist der nächste? Wo ist der nächste Generator? Da ist er. Ist bereit. Aktiviere den Raketenwerfer. Das ist so episch, wenn das Ding geöffnet wird. Vor allem, wie schnell das Ding einfach draußen ist, oder? Wie schnell das Ding einfach draußen ist. Ich werde mich gleich mal auf den Raketenwerfer aufstellen. Na? Ah, das ist schon das nächste Ding. Ich will auf dem Raketenwerfer draufstellen. Wo ist ein anderer? Da ist der andere. Geschaltet. Fahr ihn hoch. Das wird super. Okay, du kannst mich abholen. Ich bin in der Garage im Südwesten der Basis. Schnapp dir ein Auto und komm vorbei. Jetzt fahren wir raus. Wenn du da bist, hub einfach. Bam, Digga. Ja, bin ich. Bis dann. Ich will jetzt eigentlich hier weg. Oh Gott. Muss los. So, ich muss ein Fahrzeug dahin bringen, ja? Ist das so? Nehmen wir uns das Fahrzeug, springen da rein und fahren zur Garage. Ja? Wie hupt man denn? Jetzt Steuerung. Maustastatur, Fahrzeuge, Hupe, wo ist denn, Hupe Sirene, C, okay. Dachte auf H, oder? Ja, dann komm. Ich komme. Wir müssen eine Konsole auf der anderen Seite der Basis erreichen. Aber zwischen der Konsole und uns liegt eine Schlucht. Das machen wir mit dem Bus, über die, ne? Müssen wir rüber. Ich habe mir den Grundriss der Basis genau angeschaut. Wenn wir schnell, okay, genug über einen der Werfer fahren, könnte noch ein lustiger Weg sein, auf die andere Seite der Schlucht zu kommen, oder? Du gefällst mir, Alejandro. Wie mach ich das denn? Und los geht's. Okay. Ja, es hat funktioniert. Das hat funktioniert. Wir haben nie angegriffen, also nie wirklich. Scheiße, ein Geschützturm! Ich kann hier aussteigen. Bestätigt. Achte auf feindliche Fallschirmjäger, Bruder.
Leute, pass hier raus. Ich muss in Deckung. Bruder. Oh Gott. Oh Gott. Verdammt. Ich bin hier fertig. Die zweite Konsole kann ich zu Fuß erreichen. Halt mir einfach die Gegner vom Hals. Was ist denn der jetzt hin? Was schießt denn da? Oh. Das Ding hast du nicht, ne? Werfe eine Granate! Oh nein. Komm rein, komm rein, komm rein. Komm rein! Zurück über die Schlucht. Ah. Da können wir nochmal über einen der Werfer fahren, oder? Das lässt sich sicher einrichten. Gutes Gottes Willen. Hier bitte, hier ist gut. Ah. Spaß beginnt. Nicht mit mir, mein Lieber. Ich habe hier einen Heli auf dem Schirm. Haltet die Augen offen. Luftunterstützung ist unterwegs. Ja. Easy. Da jetzt ein Lastwagen an. Was wollen die denn von mir? Sieht irgendjemand den Gegner?
Es sind weitere Soldaten der Schwarzen Hand auf dem Weg. Raketen bei Ojo de la Jungla sind kein Problem mehr. Verstanden. Saubere Arbeit. Hey, danke, dass du mich mitgenommen hast, Rico. Wenn es niemandem was ausmacht, schnappe ich mir ein Auto und mache nochmal einen dieser Sprünge. Zentrale, wir haben das Ziel verloren. Erbitte Befehle. Bestätigt. Ziel ist auf der Flucht. Sichtkontakt wiederherstellen. Wir könnten hier was haben. So. Dann schicken wir noch mal kurz einen Trupp. So. Und dann schicken wir auch noch mal hier einen Trupp hin. Na, tja, jetzt haben wir hier. Bam! Bruder, ich muss los. Sehr gut. Sehr gut. So Leute, würde ich sagen, machen wir hier jetzt mal einen Cut. Eine Stunde reicht ja auch auf, als Aufnahme. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video, ja? Haut rein, Leute. Ciao, ciao.